Ganz wichtig ist natürlich auch der Sprint. Wenn es dann zu einer Sprintentscheidung einer größeren Gruppe kommt, ist es ein eklatanter Fehler, ganz vorne den Sprint anzufahren. Sprich, wenn ich jetzt mit 10, 20 Mann auf die Ziellinie komme, wenn ich an der 1000 Meter Marke in Position 1 bin, dann habe ich das Rennen eigentlich dort schon aufgegeben oder spätestens dort aufgegeben. Deswegen immer mal mich kurz orientieren, woher kommt eigentlich der Wind, und dann einfach zu sehen, welche Position muss ich einnehmen, um am Ende auf den letzten 50, 60 Metern vorne dabei zu sein. Deswegen ganz wichtig ist eben der Wind. Wenn der Wind von vorne kommt, kann ich mir Zeit lassen. Dann muss ich nicht so weit vorne fahren, weil ganz einfach die Leute, die Geschwindigkeit ist nicht so hoch und die Leute werden eher ans Limit kommen, als wenn ich jetzt im Rückenwind das Ganze antrete. Im Rückenwind ist es doch so, dass ich mir leisten kann, einen viel längeren Sprint zu fahren, wenn ich denn die Kraft dazu habe. Aber durch die hohe Geschwindigkeit darf ich natürlich auch nicht zu weit hinten sein, weil ich einfach nicht mehr vorbeikomme. Deswegen einfach diese ersten Rennen dazu nutzen, relativ gut Position fahren zu lernen, beziehungsweise mal zu sehen, wie verhält man sich eigentlich im Feld, kommt man damit zurecht oder ist man eher ein Einzelfahrer, der sich alleine oder in einer kleineren Gruppe wesentlich wohler fühlt.